ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es ein richtig schnelles Rezept und zwar ein 10-Minuten-Gericht. Wer nicht lange Lust hat, nach der Arbeit oder überhaupt in der Küche zu stehen und was ganz Leckeres zaubern will und sich nichts bestellen möchte, der muss jetzt unbedingt dranbleiben. Ich zeige euch ein super leckeres vegetarisches Tortellini-Rezept mit Spinat. Bleibt unbedingt dran. Ich komme auch schon zu den Zutaten. Und hier seht ihr die folgenden Zutaten, die wir für unser leckeres Gericht benötigen. Ich habe so wie immer vorbereitet eine Handvoll Blattspinat, Babyspinat nehme ich hier, etwas Öl, einen Becher Schlagsahne zum Kochen, 400 Gramm Tortellini mit Käsegeschmack, außerdem eine kleine Zwiebel, diese habe ich bereits klein gewürfelt, außerdem 200 Gramm Mozzarella, den geriebenen. Und an Gewürzen nehme ich einen halben Esslöffel Gemüsebrühe, etwas Chiliflocken, Thymian, zwei Basilikumblätter und etwas Pfeffer. Zunächst einmal werde ich die Tortellini nach Packungsanleitung zubereiten und in der Zwischenzeit die Soße dafür zubereiten. Gebe die Tortellini jetzt im rohen Zustand in das gekochte Salzwasser. Und diese dürfen für 2 bis 3 Minuten darin ziehen. Sobald die dann gekocht sind, gebe ich die in mein Sieb und lasse das Wasser quasi einmal durch das Sieb laufen. Und anschließend kommt die Zwiebel und der Blattspinat in denselben Topf. Dann habe ich keine mehreren Töpfe, sondern alles in einem Durchgang. So, die Tortellini habe ich jetzt in mein Sieb hineingegeben. Jetzt gebe ich etwas Öl in meinen Topf. Das waren jetzt so 5 bis 6 Esslöffel. Nun füge ich die Zwiebel hinzu. Die Zwiebel ist jetzt glasig angeröstet oder angedünstet. Und jetzt füge ich den Spinat hinzu. Ich lasse die beiden Komponenten in dem Topf etwa für 2 Minuten glasig andünsten. Anschließend kommen die Gewürze und der Käse sowie die Schlagsahne hinzu. Jetzt kommen die Gewürze hinein. Gut miteinander vermengen und jetzt die Kochsahne. Das habe ich jetzt gemacht. Jetzt gebe ich noch den Käse hinzu und anschließend die Tortellini und dann ist das Gericht auch schon fertig. Bei den Gewürzen könnt ihr immer so viel verwenden, wie ihr selber mögt. Jeder Geschmack ist ja bekanntlich verschieden. So, der Käse hat sich jetzt aufgelöst. Alles hat sich gut miteinander verbunden, so wie es jetzt sein soll. Und nun kann ich die Tortellini hinzufügen. Alles gut miteinander verrühren und dann ist das leckere Gericht auch schon fertig. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Nachmachen und sage jetzt schon mal bis zum nächsten Mal. Und jetzt ein extra Tipp von mir, überbacken mit Käse schmecken sie nochmal sonderlich richtig lecker.